Eine geheimnisvolle Aura umgibt sie. Die Wachsbüste der Flora. Sie ist die Göttin der Blüten und Pflanzen. Benannt nach der Flora, Gestalt in der römischen Mythologie. Wilhelm Bode kaufte die Wachsbüste 1909 in London. Er hielt sie für ein Meisterwerk von Leonardo da Vinci. Eine Sensation. Damit entfachte er eine der größten Kontroversen in der Presse- und Museumswelt des letzten Jahrhunderts. Original oder Fälschung? Bis heute streiten sich die Kunsthistoriker darüber. Neville Rowley vom Bode-Museum Berlin ist dem Geheimnis der Wachsbüste auf der Spur. Leonardo oder nicht? Die Forschung, es ist wie eine, natürlich wie eine Detektivarbeit. Wir probieren etwas zu, einen Fall zu lösen. Es gibt Spuren wie dieses merkwürdige Foto zum Beispiel oder einige Quellen, literarische Quellen, die uns sagen, ja, das ist realistisch, das ist wahrscheinlich. Der Kunsthistoriker ist fasziniert von der Renaissance-Kunst und ein Experte auf dem Gebiet. Mit seinen Kollegen des Bode-Museums Berlin bereitet er eine große Ausstellung zur Geschichte des Museums vor. In der großen Sammlung des Bode-Museums ist die Flora-Büste ein Schlüsselobjekt. Sie ist ein einzigartiger, ungelöster Fall in der Kunstgeschichte. Die Restaurationsabteilung im Bode-Museum. Stammt die Wachsbüste der Flora aus den Händen von Leonardo da Vinci oder vom Künstler Richard Cockle Lucas aus dem 19. Jahrhundert? Das ist die Hauptfrage von Chefrestaurator Paul Hofmann und Kurator Neville Rowley. Es wirft immer mehr Fragen auf, eigentlich, als man Antworten geben kann. Ein Foto um 1860 zeigt die Flora-Büste im Atelier des britischen Bildhauers. Ein Beweismittel für die Urheberschaft von Richard Cockle Lucas? Paul Hofmann hat für Neville Rowley eine Theorie dazu. Es ist eine Inszenierung, das ist eine echte Hand. Bist du sicher? Ich bin mir sicher. Aber als Beweis, was siehst du in dem Foto? Was wurde hier gemacht mit dieser Inszenierung? Welchen Zweck hatte das? Ich zweifle daran, ob wir überhaupt die Brust hat, dass nur der Kopf und so weiter. Was soll das Ganze? Wofür? Ich habe die Fühlung, dass es ist retuschiert, dass das Negativblatt ist, wird retuschiert. Das ist auch versteckt, weil das ist vielleicht schon kaputt oder unfertig. Das ist doch gelegt, der Stoff. Das ist ein Draperie. Aber ist es eine Draperie, um das Werk zu verschönern oder zu verstecken? Das ist die Frage. Und? Was sprach zeitgeschichtlich dafür, die Wachsbüste Leonardo da Vinci zuzuschreiben? Aufschluss darüber könnte Wilhelm Bode geben, der in seinen Memoiren Mein Leben die Umstände des Ankaufs beschrieben hat. Die Büste war Ende des Winters 1908/09 im Londoner Kunsthandel aufgetaucht und um eine Kleinigkeit von dem ausgezeichneten alten Antiquar Murray Marks erworben worden. Auf Anraten von Kollege Friedländer reiste ich daher gleich nach London und kaufte im Einverständnis mit Dr. Friedländer die Büste um den Preis von 8000 Pfund. Nicht ohne Schwierigkeiten, da der Besitzer sie am liebsten im Victoria and Albert Museum zu sehen wünschte. Wilhelm Bode dachte, ein Werk von Leonardo da Vinci oder seiner Werkstatt entdeckt zu haben. 1909 stellte der Generaldirektor die Flora-Büste im Kaiser-Friedrich-Museum in Berlin aus, das heute seinen Namen trägt. Wilhelm Bodes Renaissance-Museum wurde gebaut nach seinen Ideen und für die von ihm aufgebaute Skulpturen- und Gemäldesammlung. Die Büste symbolisierte für ihn die Summe seiner 40-jährigen Arbeit als Kunsthistoriker.
Er ist auch selbst ein Mythos. Er ist ein Mythos durch die Flora auch geworden, obwohl er das nicht wollte, weil er war so bekannt, er war so berühmt, er war so ungezweifelt in diesem Fall der Flora. Er dachte, das war die Krönung seiner Karriere, die Erwerbung der Flora, weil er wollte unbedingt ein Werk von Leonardo kaufen, egal Gemälde oder Skulptur. Zentralarchiv Berlin. Wie Neville Rowley erforschte die Kunsthistorikerin Ulrike Wolf-Thomsen den Jahrhundertstreit um die Flora-Büste schon einige Jahre zuvor. 2006 veröffentlichte sie die Ergebnisse ihrer Untersuchung in einem Buch über die Berliner Wachsbüste der Flora und das System Wilhelm Bode. Was sie überraschte, sie fand Indizien für einen zweiten Kaufinteressenten der Büste. Das muss Pierpont Morgan gewesen sein, der amerikanische große Kunstsammler, der für das Metropolitan Museum in New York verantwortlich zeichnet. Bode hat seine Macht ausgespielt und hat gesagt, du musst mir dieses Werk verkaufen für 8.000 Pfund und ich werde Pierpont Morgan auf andere Weise denn entschädigen. Und so ist dieser spektakuläre Erwerb damals für Berlin möglich gewesen. Wilhelm Bode besaß ein geniales Gedächtnis. Wie kein anderer seiner Zeit hatte er den Bilderkanon der Kunstgeschichte verinnerlicht. Kunstwerke konnte er blitzschnell stilistisch einordnen. Hochgeschätzt vom deutschen Kaiser verfügte Bode deshalb über beachtliche Geldsummen für Ankäufe. So erwarb Bode zum Beispiel das Bildnis einer Prinzessin von Neapel von Francesco Lorana. Oder das Marmorbildnis des Bankiers Niccolò Strozzi von Bildhauer Mino da Fiesole aus dem 15. Jahrhundert. Ein weiteres Highlight, die Pazzi Madonna des italienischen Renaissance-Künstlers Donatello um 1420. In der Basilika des Bode-Museums die wertvolle Kindergestalt Putto mit Tamburin von Donatello. Wilhelm Bodes Sammelleidenschaft bedingte die Gründung der heutigen staatlichen Museen zu Berlin. Bode ist einer unserer Gründungsväter. Ohne ihn hätten wir diesen Weltrang nicht inne und wir hätten einfach nicht die Opulenz und auch diese Ausrichtung der Museen als wissenschaftliche Museen erreicht, wie sie Bode initiiert und dann auch mit großer Kraft und enormem Einfluss durchsetzen konnte. Bode verfügte über ein ausgeklügeltes System aus Beratern, wie den Restaurator Alois Hauser und den Kunsthistoriker Max Friedländer. Wilhelm Bode war international vernetzt. Wenn er auf Reisen ging, traf er Kunstagenten und Sammler. Er kannte die Museen wie den Louvre und die wichtigsten Auktionshäuser Europas. Bode verfügte über einen zusätzlichen inoffiziellen Etat. Den verwendete er für neue Museumsankäufe. Er kaufte ein, als der Kunstmarkt zu blühen begann. Die Kunst wurde zum internationalen Wirtschaftsfaktor. Alle Museen Europas wollten eine Plastik von Leonardo da Vinci besitzen. Dem Londoner Victoria und Albert Museum meinte Bode mit der Flora eine Leonardo-Büste weggeschnappt zu haben. Auch für das Kaiser Friedrich Museum erhoffte sich Bode ein Leonardo-Gemälde und schrieb fälschlicherweise die Auferstehung Christi mit Heiligen Leonardo da Vinci zu. Denn die Berglandschaft im Hintergrund ist im Fumato gemalt. Den Begriff prägte Leonardo für die Maltechnik. Sie zeigt die Berge leicht unscharf in ihren Konturen. Das Renaissance-Gemälde malten jedoch Giovanni Antonio Boltraffio und Marco Doggiono. Heute hängt es in der Gemäldegalerie der Staatlichen Museen zu Berlin. Wilhelm Bodes Gier nach Leonardo-Werken war groß. Diese Erwerbungspolitik von Bode stand ja in einem großen Zusammenhang. Das Deutsche Reich fühlte sich als zu spät gekommene Nation. Es war ein kultureller und ja, imperialistischer Wettstreit der Nationen.
Deutschland wollte auch auf dem Gebiet der Kultur und Kunst an den Nationen England, Frankreich, Italien vorbeiziehen. Und da war gerade diese spektakuläre Erwerbung einer Wachsbüste sehr zugkräftig. Dann der Rückschlag im Herbst 1909. Charles F. Cooksey, ein englischer Auktionator, bezweifelte die Urheberschaft Leonardos. Die Büste sei ein Werk des britischen Künstlers Richard Cockle Lucas. Sie soll im Lucas-Atelier in der Grafschaft Hampshire entstanden sein. Richard Cockle Lucas zitierte auch alte Meister. Im 19. Jahrhundert war das en vogue. Auf Cooksys Zweifel meldete sich Murray Marks, der Verkäufer der Wachsbüste, in der Presse. Höchstwahrscheinlich habe Lucas irgendwann die Büste gekauft. Aber sie sei eine Leonardo-Büste. Ein Pressekrieg um die Flora-Büste nahm ihren Anfang. Und Bodes guter Ruf im Deutschen Kaiserreich stand auf dem Spiel. Monatelang war fast jede Zeitung im In- und Auslande mit Notizen, die englischen mit spaltenlangen Interviews gefüllt. Und noch jetzt benutzen internationale Hetzer gegen mich und meine Museumspläne gern die Gelegenheit, um ein boshaftes Wort über die Flora des Lucas, über unfehlbare Museumsdirektoren und andere Liebenswürdigkeiten einfließen zu lassen. Und dann der öffentliche Bericht über den Herstellungsprozess der Büste vom Sohn Dürer Lucas. Ich erinnere mich gut an die Umstände, die sich auf die Flora-Büste beziehen. Mr. Buchanan, ein wohlhabender Londoner Kunsthändler, wünschte sich ein bestimmtes Ölgemälde in Form einer Wachsbüste, das Captain Birdmore zum Haus meines Vaters brachte. Dieses Bild wurde damals Leonardo da Vinci zugeschrieben, von dem ich in dieser Zeit eine kleine Kopie in Öl gemacht habe, die noch in meinem Besitz ist und kürzlich in verschiedenen illustrierten Zeitschriften reproduziert wurde. Die Kopie des Sohnes diente also dem Vater Richard Cockle Lucas als Vorlage für die vermeintlich in Auftrag gegebene Büste? Für Wilhelm Bode sprach gegen die Behauptung eines Auftragswerkes, dass die fertige Büste sich nicht beim Auftraggeber befand, sondern bei Lucas. Und wenn sich Bode irrte, im viktorianischen Zeitalter war die Antikensehnsucht ebenso groß wie in der Renaissance. Ist die Flora-Büste nur ein Pasticcio, eine Nachahmung im Stil der römischen Göttin Flora? Ich glaube, dass dieses Werk nach allen Fakten, die mir zur Verfügung stehen, ein Werk von Richard Cockle Lucas ist. Dass er eben aus verschiedenen Vorbildern etwas zusammengesetzt hat und natürlich sich in einer Stilnachahmung der Renaissance bewegt hat. Eine Einschätzung, die Neville Rowley überprüfen will. Er reist nach London. Auktionshaus Bonhams. Hier werden zwei Wachsfiguren von Richard Cockle Lucas versteigert. Für Neville Rowley könnte das Wachs, aus dem die Figuren sind, vielleicht einen Hinweis auf den Urheber der Flora-Büste liefern. Möglicherweise erzählen die Risse im Wachs, ebenso wie die Hohlräume in den Figuren, etwas über eine ähnliche Konstruktionsweise und Verwandtschaft zur Flora-Büste. This kind of construction to solidate the to make the wax more solid is also something that can be seen in the flora, but I would have loved also to see the other one. Of course, yeah. Underneath. Wow. Yeah, but you know, it's also something interesting because the conservation, this has some problems of conservation. While you see the cracks here, yeah, that looks rather ancient, and so probably it was fixed at that moment. In the flora, you see the same kind of cracks here on the lower part. So it remains still
puzzle. What is interesting is that only this one is signed and dated 1837. This one is not. So they were conceived as a pair. Neville Rowley liefern die augenscheinlichen Risse und Hohlräume der Figuren leider keine neuen Erkenntnisse. Der Kurator des Bode-Museums reist weiter nach Schottland. Hier vermutet er eine neue Recherchequelle. Sie könnte die Behauptung von Ulrike Wolf-Thomsen, die Flora-Büste sei von Richard Cockle-Lucas, entscheidend entkräften. Ganz einsam an der Steilküste liegt das Haus von Harry Willis Fleming. Der Sammler besitzt einige wertvolle Objekte aus dem Nachlass des Bildhauers Lucas. Bevor Harry Willis Fleming seine Kunstschätze zeigt, zuerst die Unterschrift ins Gästebuch. Der Kunsthistoriker führt Neville Rowley in eine ungeahnte unterirdische Welt. Die weitläufige Anlage, auf der Harry Willis Fleming wohnt, ist ein ehemaliger militärischer Nuklearbunker aus den 50er Jahren. Bis zum Zielpunkt ist es für ihn eine gefühlte halbe Stunde Fußweg. Und dann die Überraschung. Fantastisch. Im sogenannten Richard Cockle-Lucas-Raum steht eine zweite Flora-Büste. Where did you buy the sculpture? So the sculpture was in an auction in an auction house in Brescia in Italy. Ah, Brescia, okay. And I went out to view it. In the catalog it was listed as by Richard Cockle-Lucas, which I was surprised by. Brescia is in Lombardy, not very far from Milan. It's very interesting that this is one of the regions where Leonardo was active. So it just it is perhaps an interesting clue. Of course, it's so much related to the bust in Berlin with the lacunas here and there. This is not the actual one. This was the bust in Berlin 1909 had this this damage. Yes, absolutely. It could be that blue. Luke said that it has been cast, so it was of this color. Yeah. And then with this brownish patina that has a different also quality. There were thicker here to mark the drapery. Neville Rowley hält die Plastik für eine Kopie. Denn ihre Beschädigungen und der Hohlraum ähneln der Berliner Flora-Büste. I'm gonna have to put it down in a second. She's quite heavy. Yeah, good. Put that back. The reason I brought it was I thought it might be helpful as a key to unlocking the mystery of the flora and to Lucas's involvement. I didn't think that the bust I had bought was by Richard Cockle-Lucas. So my assumption has always been that my bust is an early 19th century or perhaps late 18th century object. It does seem to be an older object. It has a pattern of age around it. This is a photocopy of a exhibition catalogue for the Colosseum in London. Mm-hmm. The Colosseum in 1845 opened with a new sculpture gallery. Mm-hmm. And they was exhibiting, I think, kind of maybe some 200 works. About 40 of these works are by Lucas. Here. Oh, the flora works. Fantastic. It's really interesting because we don't know, obviously, that it's... I mean, it could be something else. There's not enough information. It could be, you know, a completely different work of the flora, but it just seems very likely that it is the piece. Has it been published already, or is it your discovery? It's my discovery, yeah. Fantastic. Yeah. Aber das ist kein Beweis für Lucas' Urheberschaft. Mit Flora-Wachs könnte auch ein Wachsrelief gemeint sein. Um 1850 stellte Lucas eine ganze Serie von Reliefs her. This is really interesting because it has the photograph taken by Lucas in his studio. Mm-hmm. And it's a really strange photograph, but quite typical, I think, of Lucas in that he has the flora bust. He's draped it with some fabric. Yeah. And for the purposes of the photograph, he's introduced a human hand. So you're sure it's a human hand? I think so. Okay. I think so, absolutely. What is interesting in that thing is that the Illustrated London News wanted to demonstrate that
the flora in Berlin was the actual bust that was in this picture of around 1860. Könnte nicht auch das Atelierfoto eine Kopie der Berliner Büste zeigen, so wie es Bode in seinen Memoiren beschrieben hat? Für ihn war auf dem Atelierfoto nicht die Berliner Flora zu sehen. Auf dem Foto sei lediglich eine Szene nachgestellt worden mit einer Büste im Atelier. Es suggeriere also nur, so Bode, dass Richard Cockle Lucas die Büste geschaffen habe. Der Büstentorso war verschleiert, so Bode, weil Richard Cockle Lucas die Büste nur restauriert hätte. Und diese war nicht die Berliner Büste, sondern eine Kopie. Dies ist eine sehr interessante Akte. Sie ist betitelt mit biografischen Notizen von Wilhelm Bode, Werkkatalog und Zeitungsausschnitte über Richard Cockle Lucas nach 1909. Und in dieser Mappe habe ich ein Foto entdeckt, was in der gesamten Pressefehde überhaupt nicht bekannt geworden ist. Dieses Foto belegt, dass es, wie auch Bode im Vorfeld gesagt hatte, dass es kurz vor der Erwerbung noch zu einer Restaurierung der Büste gekommen ist. Auf dem undatierten Foto ist die Flora-Büste bemalt. Welche Schlüsse lässt dieses damals in der Presse unveröffentlichte Bild zu? Und dieses Foto können wir jetzt in den Vergleich setzen zu der Fotografie von Richard Cockle Lucas von 1860. Wir sehen hier, dass vor dem Erwerb die Büste in den vermeintlichen originalen Zustand einer Büste um 1500 zurückgeführt worden ist. Also sollte die Büste vor dem Verkauf von Wilhelm Bode nur wie eine Renaissance-Plastik aussehen. Reine Interpretationssache für Neville Rowley. Eines hält er jedoch für falsch. Wilhelm Bodes Theorie zum Atelierfoto. The strategy of Bode saying, this is absolutely not the flora. This is a copy. Looks for me a bit unconvincing. Yeah. I'm absolutely certain that Lucas didn't make the bust. I mean, I've looked at maybe 40 or 50 of Lucas's albums, which are scattered everywhere, really. And I've never seen this photograph, and I've never seen another image of the flora, not even in the back of a, you know, a view of the studio and stuff. And that means that Lucas certainly didn't prize it as a sculpture by himself. Lucas was an obsessive photographer of his own work. The fact that I've never come across an image of the flora. I think it's very, very strong evidence that the flora is not by Lucas. On peut l'interpréter en disant que la flora est une œuvre de la Renaissance ou l'interpréter dans le sens inverse en disant que la flora est certainement une œuvre du 19e siècle. Et c'est cette ambiguïté-là qui, moi, m'intéresse au bout de plusieurs années de recherche où je me rends compte que tous les arguments sont aisément réversibles. Wilhelm Bode sammelte Alben von Lucas. Auch konnte kein einziges Foto der Büste entdecken. Ebenso wenig Skizzen zur Büste in Lucas' Zeichnungen. Die Zeichnungen stellte Wilhelm Bode 1909 aus. Seine offensive Taktik. Die naiven Stilblüten sollten Lucas' Unfähigkeit zeigen. Für Bodes Gegner ein fragwürdiges Mittel. Sie unterstellten dem Generaldirektor, dass er nur von seinem Fehlurteil ablenken wollte. Wilhelm Bode hat sehr bewusst eben auch bestimmte Ansprechpartner gesucht, um seine Meinung zu manifestieren. Und da war ihm ein Besuch von Kaiser Wilhelm II. In den Berliner Museen sehr, sehr wichtig. Er lud Kaiser Wilhelm II. Ein, der jetzt im Sinne Bodes ein Urteil auch über die Flora-Wachsbüste fällen sollte. Wilhelm Bode brüstete sich mit Glückwünschen des Kaisers zur Leonardo-Büste. Im Umfeld des Kaisers hieß es aber bloß, der Kaiser habe sehr große Hoffnungen für Wilhelm Bode, dass es eine Leonardo-Büste sei.
Das hatte wiederum zur Folge, dass die nationale und internationale Presse das karikiert hat. Eine ganzseitige Zeichnung, wo man eben Kaiser Wilhelm II. Im Hintergrund sieht man Wilhelm Bode. Das führte natürlich wieder zu einer Blamage, auch international. Gemäldegalerie Berlin. Hier hängt ein Renaissance-Bild von Francesco Melzi. Der Schüler von Leonardo malte es zwischen 1518 und 1522. Warum hielt Wilhelm Bode die Büste für ein Werk von Leonardo da Vinci? Neville Rowley vergleicht eine Farbfotografie von 1909 mit dem Renaissance-Gemälde. Das ist sehr nah von unserer Büste. Das meint nicht, dass unsere Büste war als Modell von dieses Gemälde oder umgekehrt war, aber es gibt eine Ähnlichkeit, die auch mit dem Thema verbunden ist. Das ist Vertumnus als alte Frau gekleidet mit Pomona, die keinen Mann haben möchte. Und die Pomona ist die Göttin der Frühling, das ist auch wie die Flora. Das ist, und diese Präsenz von Blumen überall ist auch ein Zeugnis, dass es ist eigentlich schon die Flora. Tatsächlich wurde das Werk im 18. Jahrhundert als ein Flora von Leonardo da Vinci beschrieben. Bode wusste das, Bode hat gesagt, ja, das ist identisch mit einer Flora von Leonardo. In Bodes Jahrbuchaufsatz von 1909 finden sich weitere Hinweise. Bode erkannte die weibliche Gestalt der Flora-Büste in Anna Selbdritt von Leonardo da Vinci. Und sogar im Lächeln seiner männlichen Figur Johannes der Täufer. Sowie in Leonardos berühmtesten Frauenporträt, der Mona Lisa. Wilhelm Bodes guten Ruf stärkten 87 deutsche und österreichische Sammler. Sie unterstützten ihn im internationalen Pressestreit und auch mit Schenkungen. Einer von ihnen, der Berliner Sammler und Mäzen James Simon. Zur Eröffnung des Kaiser-Friedrich-Museums 1904 schenkte er Bode seine Renaissance-Sammlung. In der Simon-Sammlung waren zwei Pferdefiguren, damals Leonardo da Vincis Werkstatt, zugeschrieben. Als Kurator stellte Neville Rowley 2019 das James-Simon-Kabinett in der ursprünglichen Gestaltung wieder her. Er studierte die Werke genau. Eine Pferdefigur stammt aus der Werkstatt von Severo da Ravenna, 16. Jahrhundert. Die zweite ist eine spätere Kopie. Kein Wunder, dass Bode und Simon sich täuschten. Denn über den Bildhauer Leonardo da Vinci aus Florenz ist bis heute wenig bekannt. Eine der wenigen bildhauerischen Arbeiten, von dem Künstlerbiograf Giorgio Vasari beschrieben, ist ein Werk, das Leonardo da Vinci für den Herzog Ludovico Sforza von Mailand anfertigte. Eine Reiterstatue aus Bronze. Das Terrakotta-Modell der Statue soll im französischen Feldzug von Karl VIII. Gegen das italienische Herzogtum Ende des 15. Jahrhunderts zerstört worden sein. Erhalten geblieben sind viele Zeichnungen, die Leonardos Pferdestudien belegen. Neville Rowley reist erneut nach London zum Warburg Institute, um mit Francesco Cagliotti, einem Experten für Renaissance-Skulptur, eine Frage zu klären. Was verbindet Leonardos gemalte Frauengestalten mit der Flora-Büste? Leonardo è stato l'inventore delle mezze figure femminili, nude o seminude, con la sua geniale e affascinante ambiguità, sempre sul filo in bilico tra ritratti, personificazioni, allegorie, figure antiche, figure moderne, un tema destinato ad avere una grande fortuna, come ci insegnano Giorgione, Tiziano, tutti i grandi pittori del Cinquecento veneziano. Non è un caso che tra gli allievi di Leonardo, come Melzi, Gianpietrino, noi ritroviamo più volte il tema della mezza figura femminile.
come sai, Bode e i suoi sostenitori, i suoi collaboratori si diedero molto da fare per trovare dei confronti figurativi che potessero giustificare l'autografia di Leonardo o comunque l'antichità dell'oggetto contro le accuse di falso. E curiosamente nessuno ha citato questo monumento importantissimo, cioè la tomba del re di Francia Luigi XII e della sua moglie Anna di Bretagna, che si trova all'abbazia di Saint-Denis, celeberrima. In questa opera ci sono quattro virtù che sono sorelle, carnali della Flora, e vengono chiaramente dalle stesse idee di Leonardo sul tipo femminile, nudo, procace, all'antica, con l'acconciatura alla Venere. Quindi io penso che, così come c'è un disegno di Leonardo all'origine delle quattro virtù della tomba reale di Saint-Denis, in particolare colpiscono in senso leonardesco una virtù con i seni scoperti e un'altra che ha un sorriso che è quasi quello della Gioconda, tradotto in scultura in marmo. Mettre dans un contexte de l'histoire de l'art de la Renaissance italienne et aussi européenne, puisque cette comparaison avec l'un des tombeaux de Saint-Denis réalisé par les frères Juste est extrêmement intéressante, parce que la Flore ne devient pas seulement un unicum, la seule œuvre de cire de la Renaissance qui aurait été conservée, mais aussi un buste de femme qui peut s'inscrire dans une histoire de l'art qui a pour origine Léonard de Vinci et pour développement ses suiveurs à Milan et aussi à Florence et dans le reste de l'Europe. Auch für Ulrike Wolf Thomsen verkörpert die Flora-Büste in Wachs gegossen das weibliche Schönheitsideal Leonardos. Aber gehört es auch zum Leonardo-Kult im 19. Jahrhundert? Es hat viele Bezüge von einem Werk aus dem Umkreis von Leonardo da Vinci, aber ganz klar Bezüge zu Objekten des 19. Jahrhunderts. Die Zeugenaussagen von Albrecht Dürer, Lukas und Thomas Whitburn, die eben Lukas bei der Arbeit haben beobachten können. All das spricht eben für Richard Cockle Lukas. Paris, Louvre. Neville Rowley trifft Vincent Deluvian. Er kuratierte die legendäre Ausstellung anlässlich des 500. Todestages von Leonardo da Vinci. Die Berliner Flora-Büste wollte er bereits in der Ausstellung Die nackte Mona Lisa, Musée Conté in Chantilly zeigen. Doch sie war nicht transportfähig. Gehört die Flora-Büste zu Leonardos weiblichen Halbfiguren wie die Mona Lisa? Enfin, quand tu es venu à Berlin, je sais que tu es venu voir aussi la Flore. Qu'est-ce que toi tu penses d'une sculpture comme ça? Est-ce que c'est quelque chose de un ovni? Est-ce que c'est quelque chose de bizarre? Est-ce que c'est quelque chose qui est plus lié au monde de Léonard ou à l'Angleterre du 19e siècle pour toi? Le sujet par lui-même, effectivement, on est dans le monde léonardien. C'est vraiment une figure sortie des compositions mythologiques qui évoquent la Leda, les Flores, toutes ces compositions, sans doute imaginées par Léonard et aussi reproduites en grande partie par son cercle, par tous les artistes qui ont été dans son atelier. Alors ce qui reste évidemment très difficile, c'est que c'est un unicum. Welche Hinweise liefert das Werk Die nackte Mona Lisa auf dem Bildhauer Leonardo und den Urheber der Flora-Büste, fragt sich Neville Rowley. Die nackte Mona Lisa ist mehr als 500 Jahre alt. 1862 hat sie Henri d'Orléans, Graf von Aumale, erworben. Gezeichnet in Kohle von einem Linkshänder. Vielleicht von Leonardo. Könnte es sein, dass sie für das Mona Lisa-Gemälde Vorbild war und auch für die Flora-Büste? Ça, c'est vraiment le prototype le plus proche. Moi, j'avoue que je suis assez convaincu par l'idée que ça soit quand même un dessin à l'origine de Léonard de Vinci, malheureusement en grande partie repris, restauré. Nach dem Ursprungsentwurf entstanden viele Bildvariationen der nackten Mona Lisa. Ein unvergleichlicher Reproduktionserfolg.
Ende des 15. Jahrhunderts entwickelte sich in Florenz und Venedig ein neues Genre, das der nicht religiösen, sinnlichen Belladonna. Sie wurde als Venus oder als Flora im Halbakt dargestellt. Welche Rolle spielt die Flora-Büste im Reigen gemalter Floren und Variationen der nackten Mona Lisa? Avec la Joconde nue et la Flore, et la Joconde aussi elle-même, on est face à quelque chose de tout à fait caractéristique de ce qui se passait dans l'atelier de Léonard de Vinci, même dans l'esprit de Léonard de Vinci. Le buste de Flore a effectivement un lien quand même assez fort avec l'invention de ce portrait qu'est la Joconde, dont nous assistons au mouvement de son corps vers nous, et puis à ce merveilleux sourire aussi qui crée une interaction très forte entre le spectateur et le modèle. Et ces aspects se retrouvent en partie dans la Flore. Mais on pourrait dire que quand même la Flore a un lien encore plus évident avec une variation de la Joconde qui est la fameuse Joconde nue, ce qu'on appelle la Joconde nue, qui est cette femme nue dans la même position que la Joconde. Die Büste ist für Deluvien mit der nackten Mona Lisa verwandt und eine Variation aus der leonardesken Bilderwelt. Custodia Stiftung Paris. Hier befinden sich alte wertvolle Briefe von Künstlern der Renaissance und ein Zeitungsarchiv des Kunsthändlers Murray Marks. Neville Rowley verfolgt eine weitere Spur. Er will das Originalfoto aus Richard Cockle Lucas Atelier von 1860 finden. Unter dem Foto soll laut der Biografie von Wilhelm Bode Lucas geschrieben haben: The Flora of Leonardo da Vinci. Zuerst findet er einen Brief von Albrecht Dürer Lucas. Die wichtigsten sind die Briefe von der Sohn Albrecht Dürer Lucas. Dieses ist von 7. Dezember 1909 und so Anfang der Polemik, drei Monate danach. Und er beschreibt, wie er sein Haus verkauft habe zu Mr. Simpson, including the Flora Bust. So, das meint, dass ist ein Hinweis über die Urgeschichte von der Flora Bust oder von der Büste der Flora in dem 19. Jahrhundert. Dieser Brief ist zwar interessant, aber für Neville Rowley beweist er Lucas' Urheberschaft nicht. Der Inhalt könnte einfach eine Behauptung sein. Und was ist mit dem originalen Atelierfoto? Ich hoffte, das Foto, das ursprüngliche Foto mit dem gekleideten Flora im Werkstatt von Lucas um 1860 hier war. Und habe ich das durchgeblättert, sie ist leider nicht da. Zurück im Bode-Museum. Auch hier findet er kein Originalfoto. Aber eine angeschnittene Seite im Album von Lucas und eine unterschriebene Kopie des Atelierfotos. Hier sieht man auch fast nichts, aber es ist hier unten geschrieben, The Flora of Leonardo da Vinci. Man sieht das fast nicht hier, aber hier gibt es ein anderes Foto, wo dieser Kontrast ist bearbeitet, sodass man das deutlich lesen kann. The Flora of Leonardo da Vinci. Das war seit 1910 ein wichtiges Argument, um zu sagen, das Werk war nicht von Lucas, sondern von Leonardo. Für Wilhelm Bode sprach die Bildunterschrift für Alter und Echtheit der Büste. Aber Bodes Gegner verlangten Beweise. Deshalb veranlasste er eine wissenschaftliche Untersuchung. Die Flora-Büste wurde als erste Plastik in Deutschland im Kaiser-Friedrich-Museum geröntgt. Nur dieses Bild ist von den Röntgenaufnahmen erhalten geblieben. Wilhelm Bode schreibt über die Analyse der Flora-Büste in Mein Leben. Die sehr genauen Untersuchungen der Professoren Rehlmann und Miethe ergaben, dass die Farben nur bis in das 17. Jahrhundert benutzt worden sind.
dass die alte Fotografie der Büste schon dieselben Risse und Verletzungen aufweist, dass die alte Schmutzschicht an verschiedenen Stellen noch erhalten ist. Doch Wilhelm Bodes veranlasste Untersuchung zur Farbe widersprach dem Bericht von Albrecht Dürer-Lucas. Albrecht Dürer-Lucas hat eben beschrieben, dass er selbst seinem Vater Richard Cocke-Lucas geholfen hat, die Partien der Wachsbüste zu bemalen. Er hat ihm bei diesem Schwenkgussverfahren geholfen und er hat eben auch an die Presse weitergegeben, dass während des Werkprozesses sein Vater Materialien, die in der Werkstatt vorhanden waren, in die Büste hineingestopft hat, um sie zu stabilisieren. Und das wiederum widersprach eigentlich dem, was Bode behauptet hat, dass es ein Vollguss sei, dass es gar keine weiteren Materialien im Inneren vorhanden seien. Und dann haben technische Untersuchungen letztlich auch ergeben, man hat Materialien eben aus der Büste herausgezogen. Diese Stoffreste, argumentierte Bode, seien nur Teil von Lucas Restaurierung der Büste. Der öffentliche Druck auf ihn wurde größer. Er beauftragte weitere Untersuchungen und ließ die Flora auf dem Atelierfoto mit der Berliner Büste photometrisch vergleichen. Ergebnis: Die Büste war ein und dieselbe. Bode stritt gegen jede Logik die Übereinstimmung ab. Eine weitere Untersuchung. Der Direktor des chemischen Labors der Königlichen Museen, Friedrich Wilhelm Rathgen, analysierte das Wachs und kam 1911 zum Schluss, das Alter der Büste sei so nicht zu bestimmen. Aber feststellen konnte er, dass das Wachs der Büste neben Bienenwachs auch aus Walrat besteht. Eine Flüssigkeit aus dem Gehirn des Pottwals. Konnte Leonardo Walrat überhaupt als Material nutzen? Um 1500 hatte es den Wert des Hundertfachen von Gold. Und man kann nachweisen, dass man für die Wachsbüste etwa 150 Gramm Walrat benötigt hätte. Also ein viel zu kostspieliges Material, was man nie zu diesem Zeitpunkt hätte zum Einsatz bringen können. Im 19. Jahrhundert sah das ganz anders aus. Non capisco perché, perché la cera aveva un uso enorme. Ich verstehe nicht warum, denn Wachs hatte schon damals einen enormen Nutzen. Und wie wir aus Abhandlungen und Rezeptsammlungen der Künstler wissen, war es kein reines Wachs. Reines Bienenwachs wurde mit anderen Substanzen, pflanzlichen, tierischen und mineralischen Ursprungs gemischt, damit es am besten funktionierte. In der Renaissance war Wachs aus Walrat sehr wertvoll. Aber bedeutete das, Leonardo da Vinci konnte über dieses Material auch verfügen? Es bleiben Mutmaßungen. Die historischen Unterlagen liefern keine Angaben zur Altersbestimmung des Wachses der Büste. Dann wird es still um die Flora-Büste und der Grabenkrieg laut. Die Weltkriege ließen die Stimmen im Flora-Streit verstummen. Kriegsende 1945. Die Amerikaner schafften die Flora-Büste, wie viele andere Museumsschätze, zu ihrem Central Collecting Point ins Landesmuseum Wiesbaden. 1964 kehrte die Plastik nach West-Berlin in die Skulpturensammlung Dahlem der staatlichen Museen zurück. Dort galt sie bis in die 80er Jahre als leonardeskes Werk. Die Büste wurde 2006 wieder im renovierten Bode-Museum als Büste ohne Urheber mit der Angabe vermutlich um 19. Jahrhundert ausgestellt, bis Neville Rowley die Zuschreibung in Frage stellte. Er änderte sie zuerst in Werkstatt des Leonardo da Vinci mit einem Fragezeichen. Dann gab das Bode-Museum die Altersbestimmung des Wachses der Büste in Auftrag. Paul Hofmann arbeitet mit Neville Rowley und einem Forscherteam der Restaurationsabteilung der französischen Museen in Paris zusammen. Doch zuvor vertiefte er sich in die Geschichte der Büste. Denn die Plastik ist ein Schlüsselobjekt der Ausstellung zur Geschichte des Bode-Museums. Bereits in den 1980er Jahren rekonstruierten Restauratoren die Arme der Flora, um sie mit den Armen auf dem Atelierfoto von Richard Cocke-Lucas zu vergleichen.
Aussagekräftiger war eine Untersuchung des Wachses mit der Radiocarbon-C14-Methode. Ein Verfahren zur Altersbestimmung und Datierung kohlenstoffhaltiger, insbesondere organischer Materialien. Dafür entnahmen die Forscher aus der Büste Proben. Ergebnis: Das Wachs der Flora-Büste stammt aus dem 19. Jahrhundert. Die Radiocarbon-Untersuchung ist relativ klar. Naturwissenschaft, da kann man nicht viel manipulieren oder viel ändern dran. Das ist wird soldatisch abgearbeitet. Natürlich muss man die technischen Möglichkeiten auch sehen, ihrer Zeit. Insofern ist auch logisch, dass sich die C14-Analyse weiterentwickelt oder die Hoffnung besteht, dass sich weiterentwickelt, dass wir heute wieder, 40 Jahre später, mit dem Ergebnis vielleicht viel mehr erreichen können. Paris. Hier im Keller des Louvre werden neue Proben der Flora-Büste analysiert. Das Centre de Recherche et de Restauration du Musée de France untersucht Kunstwerke aus über 1200 französischen Museen. Die Chemikerin Ina Reiche und die Physikerin Lucille Beck analysieren mit der heutigen C14-Analyse Wachsproben aus dem Inneren der Flora. Ihre Frage: Welcher Atmosphäre waren die Wachsbestandteile über Jahrhunderte ausgesetzt? Dem Land oder dem Meer? Donc les premières séries de mesures avaient été faites sans que je ne connaisse parfaitement la composition de la cire. Donc on était parti plutôt sur de la cire d'abeille. Donc si on calibre les données avec la courbe terrestre, on trouve effectivement ces dates anciennes qui pourraient correspondre à la Renaissance. Ina Reiche untersucht eine Wachsprobe aus dem Inneren der Büste. Ein neues Untersuchungsverfahren mit dem Teilchenbeschleuniger. Die Wachsprobe muss millimetergenau eingesetzt werden, damit sie mit Protonen bestrahlt wird. Das kann aus Sicherheitsgründen nicht gefilmt werden. Aus der Bestrahlung ergibt sich eine Wechselwirkung mit der Wachsprobe. Eine neue Strahlung entsteht. Sie zeigt Bestandteile der Probe. Auch Bleiweiß. Die Tatsache, dass wir Bleiweiß finden, war eine gute Nachricht, dass wir dachten, dass es ein sehr altes Pigment in der Renaissance von Leonardo verwendet. Es war jetzt kein Grund dafür, sozusagen, das auszuschließen. Es war eher ein Grund dafür, dass wir dachten, wir haben eine Möglichkeit für einen unabhängigen Indiz der Datierung zu dem Wachs. Und wir müssen uns nicht auf das Wachs konzentrieren, sondern wir können die Datierung auch an den Bleiweiß Bestandteilen festmachen. Letztendlich war es da nicht genug Bleiweiß drin. Bleiweiß. Für die Forscherinnen eine ganz neue Möglichkeit zur Altersbestimmung der Büste. Aber nur Spuren von Bleiweiß im Wachs lassen für sie keine Rückschlüsse auf die Renaissance zu. Deshalb datieren sie noch einmal das Wachs. Lucille Beck vergleicht die Büste mit einem Wachsrelief von Richard Cockle-Lucas. Sie untersucht beide Werke auf das Mischungsverhältnis von Bienenwachs und Wachs vom Pottwal, der durch sein Auf- und Abtauchen dem Meer und der Atmosphäre gleichzeitig ausgesetzt war. Puisque la cire est finalement un mélange de spermacétie de cachalot, donc un animal de mer, mais il y a aussi des traces de cire d'abeille, donc un animal terrestre. Donc on ne peut pas appliquer complètement la courbe marine ni la courbe terrestre, il faut appliquer un mélange des deux. Nous voyons ici que tous les résultats, donc effets mesurés sur la cire du buste de Flora, datent du 18e et du 19e siècle. Il n'y a aucune ambiguïté, tous les échantillons sont beaucoup plus récents. Die Radiocarbon-Untersuchung ist die Krux an der ganzen Geschichte, weil wir den Walrat haben. Und wir haben aber nicht das Mischungsverhältnis. Das lässt sich nicht, auch heute noch nicht feststellen, wie ist das Bienenwachs und welchmal ist es ein Walrat. Erst wenn wir das hätten, könnten wir ganz genau im Prinzip durch den Anteil den sogenannten Tiefsee-Effekt, den Reserveffekt, tatsächlich berechnen. Das wird heute durch Erfahrung geschätzt. Wie oft ist der Wal unterm Eisberg runtergeschwommen? Wie oft ist er aufgetaucht pro Stunde? Und komischerweise bei der Analyse des Walrats ist er entweder 1850er Jahre Datierung oder Anfang 16. Jahrhundert.
Deshalb ist für Neville Rowley seine Recherche noch nicht vorbei. Wenn die Untersuchung der Proben im Mischungsverhältnis von Bienenwachs und Walrat Fragen offen lässt, kann nicht mit absoluter Sicherheit festgestellt werden, ob die Flora-Büste aus der Renaissance oder dem 19. Jahrhundert stammt. Zu seiner Überraschung entdeckt er eine weitere Schwester der Berliner Flora-Büste im Luckenwalder Heimatmuseum. Sie soll keine Fälschung aus der Mitte des 19. Jahrhunderts sein und aus Italien stammen. Und noch eine unbekannte dritte Schwester der Berliner Flora-Büste soll im Umlauf sein. Rätsel über Rätsel. C'est une nouvelle fois les limites du savoir. C'est une nouvelle fois un cas particulier qui est lié à la Flore. L'affaire de la Flore a débuté à l'été 1909. Ça fait 111 ans maintenant que tout le monde essaye d'avoir la solution de cette affaire. On a essayé, on essaye toujours. Tout le monde s'empare de ce cas-là. Il résiste au savoir. Il résiste à beaucoup de gens, il résiste aux historiens de l'art, aux analyses. L'idée de croire que nous allions résoudre l'affaire de la Flore était sûrement un petit peu présomptueuse. Mais en tout cas, c'est un buste qui n'a pas dit son dernier mot. Heute wird die Büste im Bode-Museum ausgestellt und beschrieben als Art des Leonardo, stilistisch nah an Leonardo da Vinci. Diese Göttin der Blüten versprüht also weiterhin die Aura einer der geheimnisvollsten Frauen in der Kunstgeschichte.